Ja, So. herzlich willkommen zu einem neuen bzw. einem ersten Unboxing hier auf meinem Kanal. Diesmal ein Kit von Revell. In letzter Zeit baue ich irgendwie gerne Revell-Kits und dieses hier hatte ich schon öfter mal in der Hand und jetzt habe ich mir das mal gekauft und muss sagen, ich bin sehr zufrieden, aber da kommen wir später nochmal drauf. Ja, Erster Weltkrieg, Infanterie-Set von Revell im Maßstab 1 zu 35. Britische, französische, deutsche Soldaten, jeweils 4 Stück enthalten. Ja, dann hier Informationen, 12 Figuren, 451 Teile. 451 Teile sind für einen Figurenbausatz nicht wenig. Ja, hier nochmal ein paar die Aufteilung der Figuren und ja. Dann hier nochmal ein paar geschichtliche Informationen zum Ersten Weltkrieg. Und ja. Ja, das Kit ist von 2015. Es ist nach dem alten Skill-Level bewertet und da wäre das der Skill-Level 5. Was ich denke, eigentlich doch für einen Figurenbausatz mit diesem Umfang durchaus berechtigt ist. Dann gucken wir mal rein in die Schachtel. Jetzt gucken wir mal. So, da fällt uns direkt ins Auge. Drei Gießäste bzw. drei Packungen mit jeweils Gießästen drin. Einmal hier für die Franzosen, hier die Helme, sieht man das ganz deutlich. Hier die Briten. Und hier extra dick nochmal die Deutschen. Ja. Hier sieht man auch die Helme. Die späteren Stahlhelme, die dann die Picklaube ersetzt haben, die sind auch dabei, aber das werde ich dann gleich nochmal zeigen. Und hier die Anleitung, wo wir, glaube ich, gleich erstmal einen Blick reinwerfen. So, dann werfen wir einen Blick in die Anleitung. Ja, dort sehen wir hier wieder nochmal eine kurze geschichtliche Information zum Ersten Weltkrieg. Diesmal nur in Englisch und in Deutsch. Hier nochmal das Boxart in Schwarz-Weiß gedruckt. Ja, hier die ersten Seiten, wieder Standard-Revell, Hinweise zum Bau und Sicherheitshinweise. Hier nochmal eine Farbtabelle zu Farben von Revell und wie man die mischen sollte. Dann geht es los, deutsche Infanterie hiervon. Zwei Gießäste abgebildet, zweimal gibt es den hier und einmal ist der mit im Kit vorhanden. Was mich sehr beeindruckt ist, man kann viele Ausrüstungsgegenstände bauen. Dann, wie zum Beispiel hier das Bajonett, die Halterung dafür. Ich glaube drei verschiedene Gewehre, die Artillerieluger, ein Maschinengewehr. Hier Fernglas und auch eine Taschenlampe. Und das, wie man sieht, ist alles mehrmals vorhanden. Das heißt, man kann dies auf mehrere Soldaten verteilen, beziehungsweise davon mehrere Stücke bauen. Wenn wir hier weiter gucken, hier ein Gewehr mit aufgestecktem Bajonett. Hier nochmal Bajonett, hier die Munitionstaschen, den Spaten, noch ein Beil, hier Essenskannen und so weiter, Feldflasche, noch eine Gewehrvariante, hier die normal bekannte Luger. Die Helme, die sind auch jeweils vorhanden. Ein Spaten,
ein Holster für die Lunge, hier nochmal ein Seitenschneider in groß, ja. Dann verschiedene Typen von Handgranaten. Ja, verschiedene Werkzeuge, Schaufeln, Holster und ähnliches. Dann geht's weiter hier oben. Maschinenpistole 18, dann ein Mauser Panzerabwehrgewehr, nochmal die Mauser Pistole mit einem Schafter noch dran, dann hier nochmal die Mauser, auch nochmal eine Artillerieluger, dann einen kleinen Dolch, also ein kleines Messer und nochmal eine Bajonettvariante. Dann hier die Bemalungs- und Bauanleitung, wo man sagen muss, leider gibt es sie nur in dieser Variante. Also es ist nicht beschrieben, wie man die moderneren Uniformvarianten machen könnte. Jedoch kann man dies natürlich einfach mal nachgucken, was für Ausrüstungsgegenstände, und ich denke auch, die werden vorhanden sein hier. Hier ist ja so allerhand dabei, und dann kann man sich so seine eigenen Soldaten, wie man die jetzt will, in welcher Zeit man die jetzt braucht, zusammenstellen. Dann geht's weiter. Die französische Infanterie. Hier gibt's nur zwei Gießäste. Und ja. Hier geht es los hier mit verschiedenen Schaufeln, einem Säbel, ähnlichem Ding, ein Gewehr, dann nochmal ein Spaten, noch mehrere Gewehre, eine, das finde ich persönlich sehr witzig, eine Kaffeemühle, hier noch ein paar Taschen, dann zwei verschiedene Maschinengewehrtypen, einmal das Schuschat und nochmal ein anderes, wo ich jetzt gerade den Namen nicht weiß. Ja, auf jeden Fall das sehr bekannte mit diesem Stangenmagazin ist auch dabei. Ja, hier dann noch eine Tasse. Allgemeinen Trinkbehälter, ein Topf, ein Gasmaskenbehälter, dann noch mehrere Kannen, eine Pistole, ein Holster dafür, noch ein Fernglas und hier noch mehr Essgeschirr und noch eine Spatenvariante. Dann den Helm, wie man sehen kann, man kann auch hier zwischen Helm und Mütze wählen. Ja, dann noch ein Beil und einfach zu viel zum Aufzählen hier, noch ein Revolver, Handgranaten, Magazine für die Maschinengewehre und so weiter und so weiter. Was ich sehr interessant finde, sind hier die Rucksäcke bzw. das Marschgepäck hier mit den Schuhen, die hier dran gebunden sind, und dem ganzen Essgeschirr und allem. Hier sieht man nochmal, wie man das machen muss. Dann der Offizier mit einem Gehstock. Ja. Und nochmal die beiden anderen Infanteristen. Dann geht es weiter mit der britischen Infanterie. Da sind auch nur zwei Gießäste enthalten. Da ähnlich hier Dolch, Handgranaten, wieder verschiedene Gewehrvarianten und Möglichkeiten. Ja. Hier auch wieder Grabenwerkzeug. Verschiedene Taschen, Bajonetthalter, dann noch mehr Munitionstaschen, Revolver,
noch mehr Handgranaten, Holster mit der Möglichkeit, den Revolver rausgucken zu lassen oder drin zu lassen, weitere Seitenschneider und Trinkflaschen, auch Essgeschirr und auch Helme. Hier hat man genauso die Möglichkeit, zwischen Helm und Mütze zu wählen. Dann noch ein Maschinengewehr. Noch eine Variante für das Lee Enfield Gewehr und noch mehr Essgeschirr und auch Werkzeug. Ja. Hier sieht man noch dann weitere Bemalungs- und Bebauungsanleitung für die britischen Soldaten. Jetzt gucken wir uns mal die Teile. Teile, die Briten. Deswegen fange ich hier auch bei den Teilen mit den Briten an. Ja, dann sehen wir hier das ganze Zubehör und die ganzen verschiedenen Ausrüstungsgegenstände. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich meine, ja, beim Maschinengewehr oder so ist die Qualität an manchen Stellen nicht ganz so, wie man das jetzt erwarten könnte, dass man da noch kleine Rillen sieht oder andere Maserungen oder so. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Aber sonst ist das schon okay. Geht's weiter hier. Natürlich auffällig, der Spazierstock und die Pistole in der Hand vom Offizier. Hier die verschiedenen Kopfbedeckungsmöglichkeiten noch, da man ja hier auch auswählen kann zwischen Helm und Mütze. Dann das Marschgepäck. Ja, die Gesichter haben eine annehmbare Qualität, würde ich jetzt mal behaupten. Ich werde da, glaube ich, noch ein paar Bilder reinmachen, da ich denke, dass man das jetzt hier nicht so zeigen kann. Ich kann jetzt nur den Umfang mal zeigen und Detailbilder folgen. Gleich weiter mit den Franzosen, wie man auch sieht, hier sehr umfangreich, Ausrüstungsgegenstände ohne Ende, verschiedene Gewehre, ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant und hier, wie man sieht, auch die Kaffeemühle in einem Guss und ja. Hier auch wieder die Wahl zwischen Helm und Mütze. Diesmal etwas interessanter die Mäntel. Das sind einzelne Teile. Sehr interessante Gesichtsausdrücke. Ja. Werdet ihr dann später die Detailbilder sehen. Auch das Marschgepäck hier auch wieder sehr detailliert gemacht. Auch hier ein Spazierstock in der Hand des Offiziers. Dann geht es weiter mit den Deutschen, da drei G3
Kiesäste. Wobei das hier zweimal dieselben sind. Aber ich denke auch nicht schlecht, gerade als Ersatz für andere Teile, beziehungsweise eigentlich schon sehr schön gemacht mit den ganz verschiedenen Möglichkeiten der Waffen und alles Mögliche. Ja. Die Figuren auch sehr interessant, die Pickelhauben. Da muss man die Spitze immer einzeln aufkleben, was natürlich, ich denke mal, nicht ganz so einfach wird. Es sind zwar schon die Einkerbungen dafür gemacht, aber ich denke nicht, dass das so gut halten wird. Jedoch ist das natürlich im Detail besser, wenn man das einzeln macht. Was auch sehr schwer wird, ist, wenn man sieht, wie die Spitze da drauf, beziehungsweise am Guss ist, die sauber zu entfernen, ohne das Teil zu beschädigen, ist nicht so einfach. Aber die Uniformdetails und auch die Gesichter sind okay, wo man hier jedoch sagen muss, dass die Gesichtsausdrücke im Vergleich zu den anderen Figuren etwas langweiliger bzw. gelassener sind, was ich jedoch nicht als schlecht ansehen würde. Ja, hier noch das Maschgepäck, typisch bei den Deutschen mit der Decke oder dem Zelt oder was das ist da drüber. Ja, auch hier der Offizier mit der Pistole in der Hand und dem typischen Bart. Was nun mit diesem Unboxing? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn ihr weitere Videos sehen wollt und immer dabei sein wollt, bitte gerne abonnieren, liken, wenn euch das Video gefällt und mir ein Feedback geben, damit ich dann eventuell darauf eingehen kann und mich immer verbessern kann. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.